Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact WMAN 21 zu 9. Lass mich weiter rausscrollen. So, WMAN 21 zu 9. Und wir sind noch dabei, einen Rätsel zu lösen. Denn das Rätsel hat was mit diesen komischen Geosteinen zu tun, die jetzt überall aufgestellt sind. Sowas wie das da, nur kleiner. Und haben das Rätsel noch nicht ganz gelöst, weil wir werden immer in diese Richtung gelenkt. Also, was heißt gelenkt? Wenn man einer von den Steinen, die, also natürlich beim Missionsziel, ausgelöst werden, dann kommt immer so eine Art, ja, so ein Stern, was dann so hierhin fliegt, und sind gerade dabei, hier zu gucken, was es damit auf sich hat. Ach, man kann jetzt die Truhe von oben auf jeden Fall greifen. Das sollten wir auf jeden Fall mal tun. Und das ist irgendwo hier in der Nähe. Und hier gibt es halt so einige von diesen komischen Dinger. Dann probieren wir es halt einfach mal aus. Falls Sie es selber sehen wollt, wie es angefangen hat, warum wir hier in der großen Kluft sind und so weiter und so weiter und so weiter, oben rechts i-Symbol klicken bei YouTube, dann kommt ihr nämlich auf die Plays und Genshin Impact und könnt auch die Folge gucken. Vor allem schaut auch direkt mal die drei, vier Folgen davor auch an, denn da kommt ihr nämlich auf das Finale von Shogun Raiden. Unter anderem treffen wir auf La Signora, auf Yeimiko, mit ihr haben wir auch eine kleine Trainingseinheit und so weiter und so weiter. Also auf jeden Fall einiges zu tun. Und schaut euch das mal an. Hier ist noch so ein Stein und so ein Dings. Ah. Ich hatte nämlich eine Idee, vielleicht auf Ningguang wechseln zu wollen. Aber erstmal hier gucken, wenn wir das jetzt entdeckt haben. Es könnte hinkommen, dass es hier ist ungefähr. Es ist halt schwer einzuschätzen, weil das Missionsziel oder das Rätselding ist ja über 300 Meter entfernt. Ob wirklich das hier gemeint ist. So, also, die kann man ja kaputt machen. Ja. Was können wir hier lesen? Alte Steintafel. Der Drachenkönig überquert die Berge und die Hügel brachen ächzend zusammen. Drachenechsen und anderen Bestien pirschten sich an die weiteren Gletscherebenen heran. Rex Lapis ruft zur Dringlichkeit auf. Lange war ich auf mich selbst gestellt, mit einem guten Bogen und einer goldenen Rüstung. Wir werden uns für die Heimat opfern, auch wenn unsere Chancen auf eine Rückkehr gering sind. Lasst die Trauenden trauen. Der Tod wird unsere Heimat sein. Naja, klingt auch nicht so motiviert. Ja. Wie kriege ich das denn jetzt getriggert? Weil. Ach, damit passiert doch etwas. Ich überlege gerade, sollte ich nicht vielleicht auf Emma wechseln? Wisst ihr was? Machen wir. Wir nutzen aber auch die Gelegenheit, mal die Nachrichten zu lesen. Alles einsammeln. Wieder viel Urgestein brauchen wir ja unbedingt. Kannentaler, ja, okay. Die Kanne der Vergänglichkeit einmal besucht und dann so irgendwie, naja. Ciao. Heute war ich alleine bei den Gujun-Türmen spazieren und habe unterwegs mehrere Sternmuscheln aufgesammelt. Ich habe mal gehört, dass sich in ihren Geheimnissen verbergen und sie Worte übertragen können. Wenn ich sie aber an mein Ohr halte, höre ich keine Worte, nur einen hohlen Luftstrom. Macht nichts. Der Zorn der bösen Geister, ein Omen des Untergangs und dein Rufen. Das zu hören ist für mich genug. Wenn du mal Zeit hast, erzähl mir, was du von den Sternmuscheln gehört hast. Ah, okay. So, aber nee, das ist nicht, was ich wollte. Genau, Noelle wechseln wir mal zu. Wo ist die? Da, zu ihr. Jetzt überlege ich gerade, soll ich. Ja, Lisa wäre jetzt nicht so effektiv. Das heißt, Lisa könnten wir auf Amber wechseln. Amber wegen der Puppe. Deswegen, zack. Ach doch. Was ist das denn? Okay. Oh. Wo hat uns das hingeführt? Ist das hier auf die Spitze? Lass mich mal gucken. Kann ich denn irgendwie was anders machen? Warte, ich stehe noch mal drauf. So. Und. Schnell. Ich glaube, das schaffe ich hier nicht. Ja. Aber wo will uns das hinführen? Mal schauen, was auf der Spitze ist. Bestimmt ist das so eine Truhe oder so. Aber welcher Charakter würde denn überhaupt in Frage kommen, dass wir das Ding erreichen können? Ha, okay. Da ist nichts. Der Boden wackelt. Oh. Schau mal, die Stoßwellen übertragen sich von einer Kristallmarke zu den anderen.
Ach, die haben auch solche Resonanz-Sachen. Haha. Das wusste ich ehrlich gesagt noch nicht. Nun gut, dann gucken wir mal, was können wir denn machen? Das erklärt es vielleicht auch, warum da ganz weit abseits da hinten, genau hier, so ein Ding da ist. Warte, aber das hier nicht. Lasset mich mal. Wie ist es denn? Fast down. Na komm schon. Alter, wie viel der einfach nur verträgt. Habe ich den auszusehen irgendwie attackiert dabei, oder wie? Moment mal, lasset mich mal schauen. Als wir das hier getriggert hatten, was alles hat sich denn hier per Resonanz, sage ich jetzt mal, hier weitergeleitet? Also, wenn ihr wisst, was ich meine, hier, also. Genau. Das. Das. Ah, okay, das reicht. Das geht ungefähr nur bis hierhin. Kann ich denn noch irgendwie was erreichen in dieser Zeit? Ne, das Ding ist ein bisschen zu schnell für uns. Okay, kann ich das hier denn triggern? Ich schätze mal nicht, weil das hat nicht dieses drumherum. Okay, was ist hiermit? Das wusste ich echt nicht, dass die in dieser Größe das auch können. Das würde ja nämlich alles ändern. Was leuchtet denn hier so? Na, naja, gut. Was ist dann damit? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Boah, das ist jetzt. Warte, da muss ich echt drüber nachdenken. Das ist jetzt irgendwie gerade ein bisschen verwirrend. Ne, nur das, was halt so ein Ding macht. Okay, ist nicht schlimm. Wir könnten nochmal zum Rätsel zurück. Wobei, vielleicht aktiviere ich mal den Teleporter direkt mit. Ach, da sind weitere Resonanzdinger. Amber. Wohin müssten wir? Das braucht drei. Oh, okay. Nein. Ich war nicht richtig drauf, oder wie? Oh, gehört 2 Sekunden warten. Zack. Genau, und jetzt? Nee, drei. Achso, nee. Ah, ja. Das ist das, was ich in der letzten Episode gesagt habe. Irgendwie kam die Kiste die ganze Zeit, dann irgendwie dann doch nicht. Wieso dauert das denn so lange? Alter. Willst du mich? Hat die echt darüber. Nur weil sie hohe Schuhe trägt, ne? Und deswegen ein Kopf zu groß dafür ist. Ja, okay, dann trigger hier irgendwie nichts mehr aus. Irgendwie checke ich das Ding gerade überhaupt nicht. Wieso willst du nicht? Weil dann würde ich einfach dieses Resonanzding attackieren wollen. Hey, du bist durch diese Truhe gegangen. Okay, dann muss ich es doch wieder klassisch machen. Kurz einen Augenblick warten. So. Ach. Okay. Mit Kea dachte ich so, ja, könnte von der Zeit doch nicht ausreichen. Eine Sekunde nochmal. So. Und? Ich check das gerade echt nicht. Jetzt willst du wieder nicht? Muss ich dich wirklich genau in die Mitte platzieren, damit du genau hier rumtanzt? Weil normalerweise ist es doch egal, wo auf der Fläche. Oh, das war ein bisschen sehr weit. Ein bisschen sehr weit. Alter, wieso kann ich das Ding so weit schieben? Ja, gut. Nochmal neu. Oh, Alter. Gut, machen wir vielleicht währenddessen das. Was trigger ich denn damit? Achso, genau. Hier habe ich was. Ach, ja. Das hier könnte ich zerstören. Da müsste irgendwas in der Nähe sein, oder? Sehe ich gerade nicht. Da oben. Ja, das hatten wir aber eben schon gesehen bereits. Was leuchtet denn da hinten? Achso, ne, das ist dieses Siegel. Okay. So. Reicht das? Ja. Ernsthaft. Ach,
Ich habe keine Lust mehr. Das müsste ich mit einem anderen Charakter machen, mit Noelle am besten. Ach, da oben. Was ist hiermit? Ah ne, das ist auch so ein... was ich nicht kaputt machen kann. Aber da müsste ich ja hier irgendwo doch so ein... ja, doch das, ne? Kurz warten. Ach, so weit gehst du gar nicht. Mhm. Oh Gott, ey. Ich muss erstmal gucken. Das reflektiert. Da kommt es wieder nicht an. Das ist echt komisch. Dann müsste ich ja hier irgendwo noch mal was haben, oder? Vielleicht kann ich das gar nicht mit Ningguang und Noelle erreichen. Kann natürlich halt sein, dass man einen bestimmten Charakter braucht, aber es kann nicht sein, dass ich dann in der Story nicht weiterkomme. Hm. Egal, lasst uns mal checken hier. Wir hatten das ja angefangen, haben diese komische Kristalle, diese Geokristalle zerstört, dann hatten wir dieses komische Stern um uns herumfliegen. Haben es bei einem bereits gemacht. Genau, hier könnt ihr es sehen. Das ist das hier, wovon ich spreche. Und dann hier rein. Genau. Jetzt mache ich das nochmal. Hab das wieder und kann das in das andere einsetzen. Und dann habe ich die Truhe frei. Genau. So wie wir es auch kennen. Jetzt habe ich das auch gemacht. Hier war nämlich auch noch eins. Das habe ich dann zerstören können. Das hat sich halt abgesenkt. Ah, Moment. Habe ich das schon so ausprobiert? Nein. Okay. Ja, und wenn ich das hier jetzt irgendwie attackiere. Wohin zielt die denn? Muss ich es doch mit Kea machen? Genau, führt es mich immer in diese Richtung. Wo dieser Zelt ist. Hm. Okay, nochmal hier hin. Wahrscheinlich habe ich irgendwas vergessen noch. Das hier. Hier unten hatte ich schon was gelöst. Ja. So, damit kommt man nämlich schneller nach oben. Ah, da oben sind weitere diese Dinger, ja. Okay. Also hier. Das habe ich jetzt auf der Hand und kann das hier einsetzen, ne? Das Problem ist, hier fehlt mir noch eins. Wo ist denn noch so ein Kristall? Ach, da. Zack. Zack. Eingesetzt. Jetzt können die alle reflektieren, richtig? Wenn ich das hier trigger. Na? Ah, okay. Aber das ist auch nicht das Rätsels Lösung. Ne, genau. Die wiederherstellen sich ja immer mit der Zeit. Oh, achso, ich bin unter der Dings. Ich wollte schon sagen. Okay, aber das wird das hier nicht gewesen sein. Wir müssen eher hier in diesen Bereich, beziehungsweise in diese Richtung, weil ich weiß ja nicht, wie weit das Ding fliegt. Wir sind ja in der letzten Episode zurückgeflogen. Nur ohne Ergebnis. Hier können wir hoch. Uiuiui, das ist so irritierend. Genau. Ah, Alter. Nick. Oh. Kurz warten, zack. Okay, lösen wir dieses Rätsel. Aber das sind dann auch nur wieder diese Sachen. Oder gibt es da noch irgendwie was mit diesen fetten Dinger? Weil da haben wir jetzt gesehen, dass wir die hier auch lösen können. Nur, ja. Hm. Zack. Ja, die brauchen zwei von diesen. Muss ich das zweimal schlagen? Ich versuch's mal. Nö. Die haben so eine lange Dings-Abklingzeit. Na komm schon. Was
dass ich jetzt ausruhen möchte, kann ich das mit Ambers Dings lösen? Ah. Machen wir das mit der Puppe. So. Ja, ach komm schon, Ember, du sollst nicht klettern, wenn ich nicht klettern will. Ja. Ach, nicht gut. Das war ein bisschen zu früh. Okay, auf ein neues. Zack. Kurz warten. Ah, und boom. Ach, das war wieder... Ja, doch, jetzt habe ich es. Okay. Aber ich habe wieder nur eine Truhe. Wieder kein Geheimnis oder irgendetwas, was ich befreien muss oder ähnliches. Was war das da oben? Ach, eine Wolke. Ja, okay. Hm. Man sieht es ja auf der Karte, dass da was ist. Aber ich dachte, das wäre das Schrein, was hier ist. Achso, da oben ist auch noch eins. Versuchen wir das Rätsel. Vielleicht müssen wir doch alle Rätsel hier in diesem Bereich auslösen. Weil das sind so extra Gesteinsschlüsseln oder Gesteinsdinge, die das halt versiegeln. Sonst kommen wir halt vorne nicht rein. Und da gibt es halt einige. Aber irgendwie macht das für mich gar keinen Sinn. Hm. Boah, dass das so schräg ist, ist mit der Kamera ein bisschen anstrengend. Zack. Zack. Kann ich beides? Ja. Eins. Zwei. Das Ding braucht drei Impulse. Ach, da oben sind noch mehr. Ey. Boah, okay. Drei Impulse braucht das Ding. Die kann ich in der Mitte nicht triggern. Das heißt, es kann ja nur der hier sein. Na? Vielleicht geht das sogar. Ja, oder? Ja, 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 ja. Sehr gut. Okay. Aber wieder nur eine Truhe. Why settle for less than more? Ich mach mal das da oben. Da müssen wir wahrscheinlich wieder eins dingsen für. So. Achso. Ja, noch nicht. Ich muss ja noch einmal drauf hitten. Einfach mal in die Mitte huschen. So. Zack. Wie stark ist eigentlich Ningong mit dieser Weltstufe? Zack. Freeze. Ja. Okay, währenddessen das Rätsel gelöst. Kann man mal machen. Und zack. Die Wand. Hihi. Gar keine Chance für euch. Ich hätte auch eigentlich die ganze Zeit mit Emma die Puppe machen können. Naja, gut. Oh, Junge. Wie die Puppe fliegt. Weil es halt so schräg ist. Alter. Kann man schön hier in so eine Schwitzmühle hier setzen, so. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir, okay. Gibt es dann noch eins, aber wenn ich auf der Karte, wobei auf der Karte, wenn ich dann so gucke, könnte es halt noch in diese Richtung sein, aber ja, es war mehr beim Zelt zumindest. Ja, ich glaube nicht, dass hier was ist. Hier kommen wir bestimmt nicht weiter. Wir sind ja schon am Rand der Karte. Okay, dann versuche ich das, was da hinten war. Aber ich glaube nicht, dass das das ist. Das muss was mit diesen fetten Dinger zu tun haben. Und wie gesagt, wie trigger ich das? Wobei, wir können auch Yuki benutzen. Yuki hat ja diese fetten Steinblöcke, der diese... Das, was ich irgendwie als sinnlos erachte. Für meinen Kampfstil zumindest. Das hatte ich ja gerade gemacht, ja. Ob man damit irgendwas auslösen kann. So wie die Puppe von Ember, dass das dann explodiert und in den richtigen Zeitpunkt halt dementsprechend irgendwie was auslösen kann. Wobei, wir können ja diese fetten Blöcke vielleicht auch mal da drauf parken, auf diese Plattform. Die halten ja ein bisschen länger als die Puppe von Ember. Vielleicht reicht das ja aus. So, okay, hier haben wir das nächste Ding. Die sind alle schon aktiv. Okay, das heißt, hier müssen wir den richtigen Zeitpunkt alles triggern, ne? Das heißt, die Puppe muss hier explodieren. Kurz warten. Und bumm. Kriege ich das so hin? Oh, nein. Da habe ich ein bisschen zu früh geschlagen. Ja, ein bisschen zu früh. Okay. Auf ein neues. So.
Das Ding muss nämlich die Statue nämlich zuerst erreichen. Und boom. Und boom. Jetzt könnte es sein, dass es in dieser Toleranzbereich ist, dass ich alles drei drauf kriege. Ja. Hat aber wieder nichts gemacht. Hm. Außer halt die Truhe freigemacht. Okay, lasst mich nochmal schauen. Wenn ich nochmal hierhin reise. Einmal. Hopp. Genau, ich könnte noch die Kristalle hier nochmal nehmen. Ich kann, glaube ich, bis zu drei Stück nehmen. Sollte eigentlich keinen Unterschied machen, aber... Man kann es ja ausprobieren. Weil wir hatten es jetzt nur mit zwei gemacht. So. Hier der dritte. So, hier hin. Nee. Ach, Ningguang. Immer irgendwo einen Gegner treffen. Ja. Oh! Das sollte genügen. Also haben wir einfach nur mehr gebraucht. Aber warum hat es uns immer in diese Richtung geführt, wenn man draufgeschlagen hat? Also klar, da waren diese fetten Säulen. Wahrscheinlich ist das das nächste Ziel, aber... Boah, war das verwirrend gewesen. Ha. Okay, ich entschuldige mich jetzt schon für meine hier... Ja, Intelligenz, sage ich jetzt mal. Gott, ey, da wäre ich niemals so ohne weiteres drauf gekommen. Naja. Jedenfalls, so kann man also ganz einfach das Siegel des Gesteinsschlüssels zerstören. Aufheben. Nun ja, es war richtig, dir zu vertrauen. Das ist Beschädigung von öffentlichem Eigentum, richtig? Es ist in Ordnung. Munning hat den Schaden schon vorher gemeldet. Diese Gesteinsschlüssel waren also schon vor unserer Ankunft beschädigt. Es gibt noch vier weitere Gesteinsschlüssel, mit denen wir uns als nächstes beschäftigen müssen. Ah, ich habe eine Skizze mit den Standorten von drei von ihnen gezeichnet. Ich hoffe, das hilft. Wir befinden uns ja irgendwo hier in der Nähe. Oder? Achso, nee, warte. Ja, irgendwo hier. Warte, lass mich mal überlegen. Das würde bedeuten, so sind wir auch damals, glaube ich, gegangen, als wir zum ersten Mal in diese große Kluft sind, dass wir hier gegen Uhrzeiger sind, weil dann die Teleporter genau an der richtigen Stelle sind. Da waren wir eben, das waren diese fetten Dinger. Das weiß ich gerade nicht. Hier müsste der Teleporter... Ja, genau, hier ist Zelt, hier ist Teleporter, der große. Hier unten waren wir nicht, da sind wir nur vorbeigehuscht. Und hier... Weiß ich nicht. Müsste ich mal gucken. Naja. Was den vierten Ort betrifft. Nun, es fällt mir schwer zu sagen, wo der jetzt ist. Nachdem die Bergleute abgezogen worden waren, kam es in der Höhle zu Sickerwasser und der Pfeiler wurde überflutet. Kommt zu mir, wenn ihr die anderen drei gelöst habt, dann finden wir den letzten gemeinsam. Kommst du nicht mit? Mir wurde die Aufgabe anvertraut, das Lagerhaus zu bewachen, aber ich war nachlässig und ich hätte fast zugelassen, dass die Schatzräuber die Situation ausnutzen. Ich bin dir schon dankbar, dass du das nicht gemeldet hast. Ich muss zumindest vorläufig wieder das Lagerhaus bewachen. Wenn dieser Munning mich wieder beim Faulenzen erwischt, war es das für mich. Aber ich bin sicher, dass dieses Problem auch von dir gelöst werden kann. Ja, ich habe dafür nur gefühlt 50 Minuten gebraucht. Öffne der Inventar, um die Karte zu sehen. Okay. Lasset mich schauen. Genau, das könnten wir machen. Ich würde direkt die Chance nutzen, vielleicht diesen Teleporter mal mitzunehmen. Genau, da ist noch so ein Seeli, sehe ich da gerade. Also haben wir auch schon in der letzten Episode gesehen, aber... Das hatten wir gemacht. Alle, hopp. Ich würde gerne mein anderes Team nehmen, meinen anderen Charakter für. Erstmal hier den Teleport aktivieren. Genau. Ach, da kann man durch. Das ist natürlich nice und hilfreich. Je nachdem, aber... Ach, da würden wieder Spinnen sein. Das hat mich schon mal... Oh. Pocken, das hier, das hier. Tour. Aber auf der Karte wurde es ja so angezeigt. Ja. Ey! Ups! Ey! Okay, dann halt so.
Okay, keine Lust, von fernen Attacken die ganze Zeit blockiert zu werden. Ach, der brennt gar nicht mal. Oh. Immer ist ja nicht so stark. Haben wir ein bisschen vernachlässigt. Ach, da sehe ich das doch schon. Okay. Oh, sind da einige hier. Okay. Hier ist noch einer. Lass ihn uns in die Luft jagen. Wir sind nicht Klee. Aber lass mich mal schauen. Das braucht eins. Das da oben bräuchte was. Alter. Das war irgendwie zu schön, um wahr zu sein, dass es so ungestört wäre. Zack. So, drauf hier. Ulti drauf. Wir wollen es ein bisschen beschleunigen. Wir wollen das Rätsel doch gerne jetzt noch schaffen. Zack. Chaos Ulti und dann schön zack, 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 zack. Mit Noel wäre halt besser. Allein schon, wenn ihr Schutzschild kaputt geht, diesen extra Schaden, was sie verursachen kann. Und untersuchen. Achso, hier war was. So. Noch, dass wir diese komischen Käfigen angreifen müssen, damit er ein paar Fragmenten freisetzt. Ja, genau. Ja, jetzt ging das in die Richtung vom das Ding hier. Das ist halt echt irritierend gewesen in der letzten Episode. Ich dachte, es muss irgendwas anderes auslösen, aber... Naja, vielleicht habe ich auch nicht aufgepasst, richtig. So. Jetzt macht auch immer dieses Fotoapparatgeräusch. Achso, ich sollte so wechseln, das hat ja gar kein Schutzschild. So, zack, 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 zack. So, das haben wir dann auch. Und jetzt, waren das alle? Ne, da ist noch irgendetwas. Nutzen wir mal die Chance. So. So. Haben wir eins. Können wir noch eins nehmen, um das ein bisschen zu beschleunigen. Zack. Und jetzt einfach drauf. Ah, jetzt habe ich den dabei getroffen, aber... Zack, 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 zack. Ja, okay. Okay, gut. Es ist komplett zerstört. Lumenstein miteinander zu tun haben. Boah, das geht immer unten so schnell weg. Da war gar keine Chance von vorne zu lesen. Ah, jetzt habe ich Lisa natürlich nicht. Ach. Ich sag ja, wir haben keinen Lisa und ich wähle Ember aus. So, zack, 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 zack. Gib mir deine zerbrochenen Masken. Oh, diesmal nicht. Altstein. Ja? Also habe ich schon aufgehoben. Okay. More speed. Was ist hiermit? Kann ich da noch was machen? Nö. Okay, dann ist es halt so. Alle hopp. Alter. Hör ich, Alter. Das Ding fliegt gerade richtig schnell hoch. So, okay. Gut, dass wir die Route so gewählt haben, wie auf der Karte ist. Ja, wie weit fliegst du? Ich will den Kampf gerne meiden. Kommt dann noch irgendwo eine Truhe oder irgendein anderes Geheimnis? Ach, da ist wieder so eine Dockingstation. Eine Herausforderung natürlich auch noch dazu. Was ist diese Kugel, die da oben liegt? Ah, okay. Müssen wir halt aufpassen. Ey, 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 ey. Du solltest hochspringen und nicht einen Kopfsprung machen. Holy, wollte die da unten haben. Das sind Fische. Auch wenn es noch einer war, aber trotzdem. Okay, gut zu wissen, dass es hier auch noch sowas gibt. Gut, wir hätten den Teleporter auch nehmen können, aber... Ah, interessant. Zack, zack. Also die Route wirklich gut gewählt. Unter uns. 100 Meter, okay. Ja, kurz warten. Ach, da sehe ich es doch schon. Gibt es denn schon hier oben irgendwelche von diesen Geokristallen, die wir uns schon eventuell aufnehmen können? Da ist eins. Hier drüben. Dass er immer die Kameraführung ändert. Alle, hopp. Bam.
kann ich ja schon einsetzen. Zack, 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 zack. Oh, ach, das ist gar nicht so tief. Hat aber ein bisschen Schaden kassiert. So. Ja, komm schon. Na, ja. Ah, so. Jetzt ist das Ding kaputt. Okay. Ich will lieber noch oben bleiben, damit ich die obere Sachen annehmen kann. Ich muss nur darauf achten, dass ich da nicht vorher irgendwie vom Himmel geholt werde. So, so. Nein, Mist. Okay, muss ich es doch so machen. Und zack. Hier ein bisschen noch mit Geokräften arbeiten. Und dich da runterkicken. Komm, währenddessen kann ich doch das hier nehmen. So. Einsetzen. Was? Alter, wie viel verträgst du? So. Stabile Bolzenspitze. Ernsthaft, willst du nicht? Ihr seht das selbst. Das Ding, was da mal rausfliegt, fliegt immer in die Richtung. Ah, okay, man kann das steuern. Okay, boah, das ist mir echt nicht aufgefallen in dieser und letzten Episode. Uff, ey. Ach, da oben war noch. Ach, okay, ja. Das hättest du noch greifen können. So. Zack, 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 zack. Und ins Wasser mit dir. So. Abgenutzte Bolzenspitze. So. Ja, komm schon. Ja, und jetzt? Wie soll ich das denn treffen? Oh, Moment. Muss ich von unten irgendwie? Nee, hä? Moment mal. Das könnte richtig tricky sein. Moment mal, das ist noch das letzte. Ah ne, da oben ist ja wieder eins. Wieso? Habe ich das übersehen? Ach, habe ich doch übersehen. Okay, das macht dann wieder Sinn, weil wie soll ich das denn treffen? Ich muss das Ding ja absenken und dann, ja, okay. Hier ist ja noch so eins. So, und jetzt kann ich da drauf schlagen und das garantiert in deine Richtung. Ah, okay. So, okay. Dann haben wir noch eins und dann das vierte natürlich. Das befindet sich dann wo? Da können wir ja direkt den Teleporter nehmen. Haben wir auch bei unseren ersten Besuch in der großen Kluft ja schon aktiviert zum Glück. Okay, wir müssen ein paar Meter hochlaufen, aber gut. Wenn wir Glück haben, gibt es hier noch so einen Windstoß. Bezweifle ich zwar, aber... da ist doch tatsächlich was. Ja, von Schatzräuber übernommen. Ist das jetzt unter mir? Hey, komm, gib mir dieses... Ach so. Zack, 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 zack. Altstein aufgehoben. Okay. Ach, da ist ein Aufzug diesmal. Oh Gott, ey. Ich muss jetzt immer warten, bis ich runterkomme. Ah. Wo ist das Ding? Da ist das Ding. Na? Nein! Hab ich? Okay, vielleicht muss ich das Ding erstmal ein Stück tiefer setzen. Ja, muss ich erstmal noch ein Stück tiefer machen. Zack, Alter. Mann. Die sind solche krasse Felsdinger. Ich muss andersrum dahin. So. So.
Genau, hier habe ich noch so ein Kristall. Na komm schon. Zack, zack, zack. Haben wir das auch hier. Ja, jetzt geht's runter. Jetzt kann ich das, was da hinten ist, aktivieren. Aber gibt's noch irgendwo weitere Dinger? Nö, okay. Der Aufzug geht gerade sogar runter. Wieso ist da unten noch einmal Wasser? Kurz warten und zack. Reicht das? Ne, ich muss das nochmal machen. Ja. Oder? Moment mal. Eins fehlt noch. Ich sehe es nur gerade nicht. Oh, du brauchst wirklich noch einen zweiten Hit. Dahinter? Versteckt? Nee. Ach, hier bist du. Ja. Zack, 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 zack. Ach, Mist, ich habe schon mein Ding verloren. So. Komm schon. Ah, dann halt nicht. Jetzt habe ich dich. Okay, zack. Zack. Jetzt haben wir das geschafft. Kommt da angesprintet. So, das letzte Siegel. Das allerletzte Siegel. Bravo. Okay. Zack. Dann kommen wir. Und noch nicht? Dann lass uns zurückgehen. Genau, hat die gesagt. Das vierte müssen wir gemeinsam suchen. Genau. Teleportieren wir uns hier hin. Eieieiei. Ungewohnt, diese Rätsel. Sind halt, wie gesagt, neue Rätsel. Ich bin am Anfang bei den ersten Rätseln immer so ein bisschen langsamer beim Verstehen. Wobei, das Ding hat auch echt irritiert, dass es immer dahin geflogen hatte. Ich hätte nämlich gedacht, vielleicht kann man was machen, aber nun gut. Wie es dann weitergeht, werdet ihr in den nächsten Episoden sehen. Naja, es wird klar, was unser Ziel sein wird. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen, damit ihr auf jeden Fall auf den aktuellsten Stand bleibt. Und ihr supportet mich auch gleichzeitig auch aktiv hier auf YouTube. Folgt mir auf meinen Social-Media-Kanälen, die ebenfalls verlinkt sind, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.